So, Leute. Willkommen zum heutigen Daily. Es wird eine Runde Vollgeist gespielt. Mal sehen, wie lange es dauert, bis ich hier irgendeine Runde finde. Und bis dahin erzähle ich euch irgendeinen Humbug. So ist das. Ich bin mittlerweile auch ein bisschen müde. Tag war relativ lang, obwohl es noch gar nicht so spät ist, wie es vielleicht aussieht oder sich anhört. Ich werde gleich, wenn ich hier durch bin, das einmal eben hochladen und dann werde ich mich auch direkt ins Bett packen, wenn ich morgen früh fit bin für Carsten, weil ich schon so ein bisschen Müdigkeit aufgebaut habe die letzten Tage. Ich habe auf dem Stream schon gesagt, ich hoffe, dass ich diese Woche noch ein bisschen mehr casten kann, wenn noch ein paar Spiele gemacht werden. Aber es hängt natürlich alles so ein bisschen von der Gesamtsituation ab. Und bis dahin schauen wir einfach mal, was passiert. Boah, ist das laut. Ich weiß überhaupt nicht, was ich hier tue. Oh! Ich kenne diesen Kurs nicht. Oh no. Okay. So, was soll ich noch erzählen? Ich kann nicht reden, während ich dieses Spiel spiele. Ich glaube, das ist katastrophal. Aber jetzt bin ich im Ziel und das ist gut, da kann ich ein bisschen Quatsch labern. Ich habe nämlich gerade noch ein bisschen Fußball geguckt, ganz entspannt. Dabei schöne Pizza gegessen. Und morgen werde ich den ganzen Tag einfach nichts tun, außer Carsten und Fortbildung. Und danach werde ich, keine Ahnung, ich hoffe, die Sonne scheint wieder, dann werde ich noch ein bisschen rausgehen. Sonst gibt es keine Pläne. Morgen wird reiner Ausruhtag sozusagen. Und dann kurze Restwoche. 2 Tage easy. Wochenende voll mit Handball. Es gibt viel zu tun. Es gibt viel, viel, viel zu tun. Und ja, so langsam überlege ich halt auch mit Replay Liga, wann kann man die nächste Saison anfangen, so in der Theorie. Wie gesagt, ich will eigentlich, wenn es irgendwie alles machbar ist, Ende der Saison auch wirklich alles fertig haben. Ende der Saison, Ende der Woche. Mehr oder weniger alles durchhaben oder zumindest wissen, wann die Leute spielen, sodass man es planen kann. Sodass man vielleicht so Richtung Mitte Mai so ein bisschen die Anmeldung für die nächste Runde aufmacht. Und die wird dann ja wahrscheinlich auch so 2 Wochen oder so gehen. Hier und da noch ein bisschen erzählen, dass es wieder losgeht und so. Also das ist eine ganz grobe Zeitplanung, aber dass man dann so Anfang Juni oder so irgendwann langsam startet, weil ich habe Bock und ich höre, dass andere Leute Bock haben. Das kommt natürlich dann so ein bisschen zusammen. Ist das hier los? Okay. Versuchen wir die nächste Runde zu machen. Und danach erzähle ich vielleicht noch ein bisschen mehr anderen Quatsch. Yo, ey, ey! Alter, was ist denn hier los? Okay, das haben wir immerhin geschafft. 0 von 16 qualifiziert. Ich bin noch mittendrin. Alles gut. Okay, das ging auch easy. Nein, das war nichts. Nein, lass mich durch. So. Okay. Nein, da fällst du doch nicht runter. Jo, okay. Wollte gerade sagen. Das wäre ja noch schöner. Okay, schaffe ich das? Oh, ich muss wieder. Ah, das ist diese Wippe, ne? Da komme ich wieder nicht rüber. Aber das schaffe ich. Noch bin ich dabei, Leute. Noch bin ich dabei. Top 16, gar kein Problem. Abends um die Uhrzeit scheint da nicht so viel Vollprofis unterwegs zu sein. Das ist ja schon mal eine nice Sache. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr mehr Vollgeist sehen wollt, statt immer nur Minigolf. Let's go.
Alter, die Maus-Sensibilität ist aber ziemlich hoch. Okay, der hätte sich auch einfach nur festhalten müssen, dann wäre er durchgekommen. Shit happens. Ansonsten habe ich natürlich auch gesagt, so je nachdem, was jetzt an Casting vielleicht noch wichtig wird die nächsten Tage. Also Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Bisher noch keine Cast-Planung. Da ich davon ausgehe, dass ich morgen nur einen Spieltag von Liga 6 machen werde, gibt es auf jeden Fall von Liga 6 noch den letzten Spieltag, der irgendwann die Woche kommen sollte. Und bei allen anderen Ligen muss ich mal gucken, welche Spiele noch fertig werden. Oder ob ich dann halt nur, keine Ahnung, bei Liga 3 zum Beispiel 3 Spiele habe von den letzten 2 Spieltagen. Oder bei Liga 10 2 Spiele. Oder wie ich Liga 11 zum Beispiel weitermache, da könnte ich den 7. Spieltag vorziehen vor den 6., weil beim 6. noch ein Spiel fehlt, und gucken, wann das kommt. Oder alles Mögliche, was da so geht. Also die Orga ist noch nicht am Ende. Das Vollgeist, es wirkt ganz schön behäbig gerade, muss ich sagen. Also im Sinne von, die Runden gingen schon mal schneller durch. So, was machen wir denn jetzt hier? Was ist das Ziel? Fall nicht runter, okay. Okay. So, das ist ja einfach nur hin und her laufen. Let's go. Also nur hin und her laufen. Man weiß ja, wie es ist, ne? Vollgeist halt. Zack, hält einer fest. Zack, bist du tot. Geht. Hör auf, mich festzuhalten hier. Was ist denn da los? Warum halten die mich fest? Kann ja wohl nicht wahr sein. Macht auch gerne andere Vorschläge für so Minigames. Ich habe schon überlegt, ob ich auch mal eine Runde Overcooked einfach spiele und dabei ein bisschen Quatsch laber. Das wäre auf jeden Fall eine Option. Dann muss man mal sehen, was es noch so gibt. Also meine Steam-Bibliothek ist noch voll mit Sachen, aber will ich immer einzelne Games runterladen und direkt wieder runterschmeißen? Habe auch schon PUBG überlegt, aber ehrlicherweise in PUBG ist mein Spielstil halt die Schlange, und ich schlängel mich durchs Level, bis ich irgendwann erschossen werde. Bis dahin sammle ich Sachen und versuche mich zu verstecken. Und das ist wahrscheinlich der most entertaining Spielstil ever. Aber damals, als ich einigermaßen aktiv gespielt habe, über 10% Top 10, das hat mir gereicht. Das war mir erfolgreich genug. Aber mittlerweile habe ich mal wieder zwischendurch ein bisschen PUBG gespielt. Da muss ich sagen, durfte ich nur in Normals rein, weil ich zu wenig Level oder Games oder was auch immer hatte. Und wurde in den Normals mit, ich glaube ab Level 80 oder sowas, kann das sein, kommt man oder darf man in Ranked rein. Und ich wurde mit Level 20, habe ich da gestartet, und kann den sagen, es war schon ein bisschen wild. Oh boy, okay, das war jetzt ein bisschen wild. Siehst du, da labert man wieder zu viel Quatsch und dann passieren hier Sachen. Also, das war's für diese Runde. Ich würde sagen, das war Fall Guys für heute. Vielleicht nächstes Mal mehr, wer weiß. Aber ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Feiertag. Ne? Wenn ihr Bock habt, kommt ihr das StarCraft gucken. Ansonsten genießt den Tag einfach so und haut rein.